Einen wunderschönen guten Morgen wieder beim Mutmachwecker, der Mutmachwecker positive Inspiration für den Feiertag heute in Österreich. Haben wir ja Feiertag, Nationalfeiertag. Und ich freue mich ganz besonders, wenn du dieses Video hörst oder wenn du jetzt auch gleich live dazukommst, weil heute haben wir ein heißes Thema. Wir haben immer heiße Themen, aber heute besonders heiß. Und zwar die Frage, wer möchtest du einmal sein, wenn du alt bist? Die Frage ist jetzt natürlich, wann bist du alt? Und ich habe gerade das Lied gehört, vielleicht kennst du das, von den Beatles, When I'm 64. Und jetzt bin ich schon fast in dem Alter 64, ja, es fehlen noch mal ein paar Tage. Und natürlich hat sich mein Horizont erweitert. Und ich habe eigentlich in der Jugend immer schon gesagt, ich wäre 120. Und jetzt stellt sich die Frage, wann du so alt wirst, wer möchtest du sein? Und ein bisschen hat mich das jetzt erschreckt eigentlich, weil wir kennen ja den Spruch, jeder möchte was sein und keiner möchte was werden. Aber wenn ich jetzt gegoogelt habe, habe ich entdeckt, die Frage stellt sich keiner. Die wollen alle, also die meisten Menschen stellen sich die Frage, was möchte ich haben? Die meisten Menschen stellen sich die Frage, was möchte ich haben, wenn ich alt bin? Und ich sage, das Haben kommt ja von alleine und es ist gar nicht so wichtig, ob man glücklich ist oder nicht. Weil wenn du dir die armen Länder anschaust, da fragst du immer, warum sind die so glücklich, obwohl sie nicht diesen Wohlstand haben. Und das ist, weil es da ums Sein geht. Wer sind wir? Man kann ja nichts mitnehmen. Und ich frage mich halt, wer möchte ich sein? Und ich habe da so ganz, ganz tolle Vorbilder. Ich schaue mir dann auch immer, weil ich möchte ja 120 werden, aber wer möchte ich dann sein, die frage ich. Gell? Und da habe ich mir immer wieder, da schaue ich mir im Internet auf YouTube, schaue ich mir an, da gibt es die Anni, die 108 Jahre alt geworden ist und extrem fröhlich. Und die hat ihre schwerste Zeit gehabt, wie sie 60 war. Das heißt, in dem Alter, ja, ein bisschen jünger als ich jetzt bin. Und die hat es so erzählt, was sie dann verändert hat und wie glücklich sie heute ist. Die hat mit der Technik mitgetan, die hat ein Smartphone und damit sie mit den Urenkeln schreiben kann. Dann gestern habe ich nur mal so ein Video angeschaut, der Herr ist jetzt 103 Jahre alt, vielleicht ist er 106, kann sein. Und auf alle Fälle war er Metzger und der macht sich jetzt immer noch seine Wurst einmal im Monat selber, also seine eigene Wurstproduktion, ganz klein in der Küche. Der ist fit, der fährt mein Auto, der strahlt über das ganze Gesicht und das sind wir so Vorbilder. Da geht es nicht, was habe ich, sondern wer bin ich? Und Inspiration war jetzt auch vor kurzem das Buch von der Laura Marlina Seiler. Vielleicht kennst du das, das heißt Zurück zu mir. Das heißt, da geht es genau um das Gleiche. Sie hat dann Gespräche mit ihrem alten Ich. Das heißt, mit dieser Frau, die dann mit 120 da so da sitzt. Und ich habe auch dieses Bild, ich sitze auf einer Veranda in einem Lehnstuhl. Ich liebe diese Schaukelstühle, so einen Lehnschaukelstuhl. Und da sitze ich und schaue über die schöne Landschaft, es ist ein sonniger Tag. Und dann denke ich, wofür ich überall dankbar bin. Dass ich gesund bin, dass ich überhaupt noch so alt geworden bin und selber mich versorgen kann. Und dass ich da auf dieser Veranda sitze und da so glücklich in die Landschaft schaue. Das ist so mein Bild vom Altsein. Und dann, naja, jetzt habe ich nur ein paar Jahre hin. Und dann fragt man sich oft, naja, jetzt bin ich schon so alt, da kann ich nichts mehr Neues anfangen. Und dann denke ich mir halt, naja, wenn ich jetzt, und sollte nur Erika wie du 110 Jahre werden, ja, dann habe ich immer noch 48 Jahre vor mir. Ja. Und diese 48 Jahre, ich muss dir vorstellen, wenn ich halt 60 bin und nur 40 Jahre zurückrechnet, ist ja das die Zeitspanne von 20 bis 60. Ja, und nur wenn ich jetzt 60 bin und 40 vor bin ich 100 Jahre. Das heißt, das ist ja ein langer Zeitrahmen. Und deshalb kann ich alles heute nur beginnen, was mir Spaß macht. Und ich habe das Wichtigste, dass man so dieses Alter erreicht ist, das ich mache wirklich seit Jahren, diese Dankbarkeitsübung jeden Tag. Wofür bin ich dankbar? Und ich schreibe mir immer auf, jeden Tag, wofür bin ich dankbar und was möchte ich noch lernen zum Beispiel? Was müsste ich heute ändern, damit ich in diesen Jahren, in dem Alter dann dort so sitzen kann, so glücklich? Und dann werde ich Entscheidungen treffen, die mich in diese Richtung bringen. Ja, dass ich nicht jammert und maul und meckert, sondern okay, ich bin nicht ganz so fit wie die alte Frau da auf dem Lehnstuhl. Da könnte ich ja anfangen, dass ich wieder ein bisschen sportlich was mache.
nicht Leistungssport, Spitzensport, sondern wirklich regelmäßig spazieren gehen. Regelmäßig ein bisschen Gymnastik machen, vielleicht ein bisschen Yoga beginnen. Oder ich habe eine Frau kennengelernt auf einer meiner Präsentationen, die war schon um die 90. Und es war unglaublich, die hat Verrenkungen gemacht, die war schlank und sportlich. Das kann ich halt gar nicht, was die alles gemacht hat. Und die hat auch erzählt, mit 60 ist sie bettlägerig gewesen, konnte sich nicht ordentlich bewegen. Und die hat sich dann genau diese Frage gestellt, wie will ich im Alter sein? Und die hat dann begonnen mit Gymnastik und die hat einfach Perspektivenwechsel, einfach mal woanders hinschauen. Und es kommt ja im Leben das, dort wo wir hinschauen. Und die Frau hat dann auch erzählt, sie hat dann mit 60 begonnen, einmal im Bett ein paar Übungen in die Hände wieder, dass das überhaupt bewegt. Und dann hat sie angefangen mit der Ernährung umstellen, langsam, ganz langsam, Schritt für Schritt. Und jetzt mit über 90 ist die topfit, aber einfach, weil sie ihre Einstellung geändert hat. Und deshalb schaue ich da immer und frage diese alte Frau auf der Veranda, ja Martina, was möchtest du nachmachen? Welche Hobbys möchtest du wieder aktivieren, wo du gedacht hast, ja, vor lauter Arbeiten habe ich dafür keine Zeit. Oder ich habe vielleicht gedacht, da habe ich kein Geld dafür. Aber es gibt ja so extrem viele Dinge, die gar kein Geld kosten. Ja, das ist ja immer nur eine Frage der Einstellung. Also Geld ist ja nie das Problem. Wenn ihr sagt, zum Beispiel, ich möchte wieder Reiten anfangen. Ja, aber jetzt habe ich das Geld nicht. Oder ich habe die Zeit nicht. Ja, die Zeit nimmt man sich. Das ist einmal das Erste, dass man sagt, wenn man gestern gehabt ist mit dem Rennpferd, mit der Pause, wenn du dich erinnern kannst, sonst kannst du das gerne bei YouTube nachschauen. Oder in der Gruppe, in unserer Facebook-Gruppe Mut macht mutig, da habe ich es auch drinnen. Da kann man das auch immer wieder die alten Mutmachwecker nachschauen. Aber auf alle Fälle haben wir da das Thema auch gehabt. Wir dürfen Freizeit, wir dürfen einmal für uns was Gutes tun. Das tut mir gut. Und dann kann ich sagen, okay, jetzt nehme ich mir die Zeit und ich werde da jetzt reiten. Wenn ich jetzt sage, ich habe kein Geld, dann kann ich ja im Stall einmal gratis mithelfen, die Pferdeäpfel abglauben und dann wird irgendwer kommen und sagt, magst du nicht mein Pferd betreuen? Und das kostet gar nichts. Und warum ich das weiß? Weil ich das in der Jugend genauso gemacht habe. So habe ich reiten begonnen. Ich habe für die Leute im Stall gearbeitet, gratis, und auf einmal hat das Reiten nichts gekostet, weil die ganzen Pferdebesitzer waren froh, dass jemand zuverlässiger da ist und sich ums Pferd kümmert. Also Geld ist auch nicht das Thema. Und du findest immer Lösungen. Und wenn du sagst, das Alter, dann müssen wir anfangen, was zu tun, weil ich habe ja noch so viele Jahre vor mir. Und da möchte ich so werden wie diese alte Frau. Und das ist es. Wie möchte ich werden? Als Person. Und nicht, was will ich haben? Weil da ist der Fokus verkehrt. Weil dann rennt man ewig dem Geld nach. Und glaubt's mir, ich spreche aus Erfahrung, ich habe das lange genug gemacht, ich ändere das jetzt. Ich frage mich jetzt, was darf ich tun, damit ich so werde? Von der Persönlichkeit her. Ja, das gebe ich wieder heute mit, wie gesagt. Für mich ist das einfach halt ein heißes Thema. Und ich schwebe halt so richtig in der Ich habe heute in der Nacht sogar geträumt davon. Weil immer, womit du dich beschäftigst, das kommt ja auch in den Träumen und ich träume ja sehr viel und wie gesagt, da habe ich gestern schon die Videos angeschaut von den alten Leuten und habe gedacht, wow, was darf ich tun, dass ich so werde? Ja, und das gilt ja heute mit an diesem schönen Feiertag und in Deutschland auch, wenn ihr arbeiten dürft, ihr dürft es mit Freude machen und ihr könnt ja nach der Arbeit darüber nachdenken, was will ich werden oder wer will ich werden, wenn ich einmal alt bin. Und wie gesagt, wenn das Lied jetzt vom Alter her, die 64 von den Beatles, erhöhe es einfach auf 110, 120, dort wo du hin möchtest. Ja, dann gebe ich dir das heute mit. Ich danke für alle, die jetzt live dabei waren. Ich freue mich für jeden, der es im Nachgang hört. Und wenn du noch speziell eine Frage hast, wie, dass du sagst, wie hast du dieses und jenes gemeistert, wie hast du dieses getan, was könnte ich heute machen, dann schreib mir einfach eine Nachricht. Gerne gebe ich dir meine Tipps ganz privat weiter und oder du kannst da auf meiner Homepage gehen, du Leute begleiten auf einen längeren Weg, wenn sie das wollen. Also jederzeit melde dich einfach oder schreib unter die Kommentare ein Thema, das dich bewegt. Vielleicht ist es morgen das Thema für den Mutmachwecker.